Hallo, herzlich willkommen bei Spiel mit mir. Ich habe hier heute das Dream Studio von Philly, von der Beauty Queen. Ich werde es auch gleich noch aufmachen und dann sehen wir, welche Teile alle mit dabei sind. Es ist von der Marke Simba, geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Und wir sehen schon, ein Pferd ist mit dabei, also so ein kleines Philly-Pony. Und ein Schminktisch und viele Kleinteile. Ich werde es jetzt auch mal umdrehen und mal schauen, was wir hinten sehen können. Also, man hat Licht hier bei dem Schrank mit dabei. Hier ist anscheinend ein kleines Parfümspray mit dabei. Und die Flügel vom Pferd leuchten im Dunkeln. Und wie man hier schon sieht, kann man für dieses Pferd eine Kette machen. Ja, ich mache es jetzt mal auf und dann schauen wir uns das nochmal etwas genauer an. Ich habe jetzt alles ausgepackt und als erstes sehen wir uns mal das Pferd an. Also das ist gelb. Relativ kompakt, also man kann da hier nicht die Beine bewegen oder so, sondern das ist auch so aus einem Stück gemacht. Nur der Kopf, der ist beweglich und der Schwanz auch. Ich glaube, man kann auch den Schwanz zum Beispiel so rausziehen und wieder reinstecken. Und hier oben die Haare, da wo auch die Krone mit drauf ist, die kann man absetzen. So sieht es dann aus. Lilane Haare. Und die Flügel, kann man die wohl auch abmachen? Ne, die Flügel sind fest. Die Flügel sind grünlich glitzernd und die leuchten ja im Dunkeln. So, dann ist mit dabei einmal ein Spiegel. Da kann sich das Pferdchen hier ansehen. Dann diese sogenannte Parfümflasche. Das ist so ein kleines Fläschchen, aber da ist auch keine Öffnung oder so, wo man was reinfüllen kann. Also das ist so aus einem Plastikstück gegossen. Man kann da so ein bisschen mit spielen. Also wenn man so drückt, kommt leicht Luft raus. Aber reinfüllen kann man jetzt, glaube ich, nichts. Dann ist hier sowas dabei. Ich glaube, das ist so eine Art Waffeleisen für die Haare. Ich werde das mal testen. Sieht man keinen Unterschied. Dann sind 3 verschiedene Kämme mit dabei. Ich verstehe gar nicht, warum die so viele Kämme braucht bei diesen dünnen Haaren. Also einmal so ein Kamm, da ist auch ein Glückshufeisen drauf. Dann so ein etwas größerer Kamm. Und noch eine kleine Haarbürste. Auf der Haarbürste sind hier so kleine Sternchen drauf. So, dann sind 2 Haarspangen mit dabei. Das sind so flache Haarspangen und hier in der Mitte, also das ist auch aus einem Plastikstück gegossen. Und hier sieht das schon so relativ dünn aus, als würde das bald auseinanderreißen. Damit kann man ihr eben die Haare machen, aber ja, hält auch nicht so gut, muss ich sagen. Mal die andere testen. Ja, hält, aber geht auch ganz leicht wieder auseinander. Dann sind 2 Haargummis mit dabei. Das ist einfach so ein kleines Gummiband durch so eine Perle durchgezogen. Ein Herzchen. Und damit kann man ihr eben auch hier so ein, der Beauty Queen so einen kleinen Zopf machen. Kann sich natürlich dann auch hier hinten in ihrem Schminkschrank ansehen. Dann ist noch hier so eine Haarspange mit dabei. Aber ich kenne das bei solchen Haarspangen auch, dass hier so eine Feder drin ist und hier ist nur so ein Stückchen Plastik. Und dadurch, wenn man die so drückt, geht die gar nicht mehr automatisch zusammen. Die hält also auch sehr, sehr schlecht. So, und dann ist hier noch so eine kleine Box, da sind Perlen, da kann man ihr dann noch eine Kette mitmachen. Da ist auch noch ein kleines Gummiband mit drin. So, jetzt kommen wir mal zum Schminktisch. Hier ist ein Knopf. Wenn man da drauf drückt, geht eigentlich hier die Lichter an. Aber man muss hier noch Batterien einsetzen. Die sind nicht im Set enthalten. Und ich habe jetzt leider auch noch nicht den passenden Schraubenzieher gefunden. Das hier in der Mitte ist eine Schublade. Da kann man dann auch so ein Haargummi zum Beispiel reintun. Obwohl, das Haargummi passt nicht. Und das sah noch am kleinsten aus. Vielleicht passt die Spange rein. Ja, so eine Spange passt da rein.
Und an den Seiten, das ist wirklich nur zur Zierde, das sind keine Schubladen. Also nur das mittlere ist eine Schublade. So. Das war also alles im Set enthalten. Man kann ihr die Haare also frisieren oder dann diese Haare hier so draufsetzen, also die Haare, die mit dabei sind, auf die Ohren setzen und dann hat sie auf jeden Fall schon mal hier oben so eine Frisur mit der Krone. Also insgesamt würde ich sagen, für Dreijährige ist das ganz gut, weil da kann jetzt nichts abbrechen. Das ist wirklich ein weiches Tier, die kann man so drücken und da sind keine kleinen Teile zum Verschlucken. Allerdings hier diese Sachen sind ja sehr klein, Kleinteile. Das eignet sich dann nicht für Kinder ab 3, wie ich finde. Wirklich schön, oder sie nennt sich ja sogar Beauty Queen, finde ich die eigentlich nicht, muss ich jetzt so ehrlich sagen. Aber es ist schon schön, dass da so viele Sachen mit dabei sind, also dass man dann auch unterschiedliche Sachen hier mit der ausprobieren kann. Nur auch die Teile, die dabei sind, sind qualitativ nicht so überzeugend, wie ich finde. Ja, das war's, die Beauty Queen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht auch so ein kleines Pony und so ein Pferd von Philly habt, ob da vielleicht ähnliche Sachen mit dabei waren, ob ihr eine Ahnung habt, warum da 3 Kämme bzw. eine Bürste und 2 Kämme mit dabei sind. Einfach gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir auch mal schreiben, wie ihr das Pferd findet, ob ihr das schön findet und ob ihr selber so eins auch habt. Und sonst gebt mir einen Daumen nach oben, schaut auch meine anderen Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!